Willkommen zurück zu Shovel Knight. Ohne der Kiste war Christian. Ob im Dorf unterwegs, ich habe die besten Angebote, Christian. Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Mal sehen. Ja klar. Staubfäuste, wirksam gegen Erde und Gegner. Und ich glaube, die nehme ich mal. Halte nach oben und drücke X, wirksam gegen Erde und Gegner. Bring dich mit jedem Schlag voran. Das ist mächtig. Das finde ich gut. Sehr schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das klappt so nicht. Ich wollte eigentlich das hier treffen, damit die Bälle zurückfallen auf den Gegner. Ey, nix da. Diesmal war ich schnell genug. Nee. Du darfst mich gerne einmal reinlegen, aber nicht zweimal. So, mit diesen Staubfäusten müsste ich dann doch eigentlich auch in dieses eine Level gehen können, wo der Pferdetyp am Anfang steht. Meint, er kommt nicht über den Abgrund. Ne? Das müsste doch da sein. Was passiert, wenn ich hier angle? Mal blöd gefragt. Ich bleib dann tatsächlich auf der Plattform sitzen. Und ich kann sogar was angeln. Wie gut ist das denn? Okay, was mache ich jetzt damit? Ah, drauf springen. Es verwandelt die Feuerteile in den grünen Teile. Interessant. So, da muss ich mir kurz husten. Hä? Geht der da eben links nicht kaputt? Ah, der ging kaputt, weil er gegen die Wand gefahren wurde. Nicht, weil ich ihn gehauen habe. Okay. Gut zu wissen. Und es verwandelt Lava in grüne Schleimmasse. Nicht angeln. Ach, Shovel Knight. Das ist ja super, ey. Moment, wie mache ich das? Erstmal so und dann den da gemütlich holen, ne? Ui, ich fürchte, oder ich schätze mal, ich muss damit darüber und die Lava grün machen. Moment, das muss ich mir in Ruhe nochmal anschauen. Wie das da funktionieren soll. Ah ja, jetzt wo ich geangelt habe, ist auch das Glitzern da unten weg. So, ich bin jetzt gleich wieder hier, glaube ich. Da unten muss ich, glaube ich, nicht rein, ne? Weil die Truhe ist leer. So, gib mir mal zumindest einen Teil des Geldes wieder. Kriege ich das hin, dass es rechts von der Plattform runterfällt, bevor sie quasi rechts wieder zumacht? Nee, schaffe ich nicht. Das heißt, ich muss mich da mit... Nein! Ich darf genau das nicht tun. Ich darf mich da nicht draufstellen. Ich darf da nicht drauf springen. Ich muss da rüberspringen, sobald das Ding runterfällt. So dass ich kurz nach dem Schleimbollen auf die Lava aufkomme. Das ist eine fiese Stelle, aber ich glaube, ich schaff sie. Unschaffbar. Erstmal wieder ein Teil meines Geldes. So, jetzt gehst du bitte rüber und jetzt springe ich hinterher, genau. Oh, warte mal. Das ist vielleicht gar nicht so klug. Gut. Okay, doch. Es hat geklappt. Alles gut. Alles in Ordnung. Alles gut.
Das wiederum muss ich sagen, das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Also bei den Fischen beim letzten Mal war ich ja nicht so sehr davon überzeugt, die da hochspringen, wenn ich in die Nähe komme. Ja, das hat nicht geklappt. Wie komme ich da hoch? Ernsthaft, wie komme ich da hoch? Ah, so. Aha. Und weil ich das tun kann, da lasse ich mir ja gleich noch eine Reserve. Nein, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Ach verdammt, da hätte ich bestimmt nach rechts gekonnt. Komm halt her. Warte mal, wie mache ich dich denn? Ich mache dich so platt. Ich muss bloß aufpassen, dass ich das hier oben nicht erwische. Aber so geht das problemlos. Gut zu wissen, dass der Handschuh auch gegen die Gegner funktioniert. Durch das Schildchen durch. Wow, aber für dich nehme ich, glaube ich, den hier, oder? Ja. Scheint mir praktikabel. Ja. Wo war jetzt das Problem? Wo war jetzt das Problem? Die Heilung. Wir müssen sich doch nicht heilen. Das war doch total simpel. So, erstmal speichern. Mal schauen, was es hier so gibt. Boah, zwei Edelsteine. Du läufst los, hä? Nee, 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 warte mal. Du kommst wieder zurück. Wow, Stacheln. Aber kein Problem. Ich bin schließlich der Stachelneid. Stachelneid. Boah, wie viel Geld wieder, ey. Na, was? Ach so, ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob das funktioniert und habe deswegen gleich nach dem Auslösen wieder nach links gedrückt. Wie ihr seht, war das ein Fehler. Ach nö. Schon blöd, oder? Also unter uns gesprochen. Also das da drüben kriege ich jetzt nicht mehr. Wobei, doch, ich kann mir das sogar noch holen. Erstmal will ich das Geld hier unten. Dann habe ich natürlich das da. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht zu lange auf dem Stacheln drauf bin. Aber das geht schon. So, die habe ich, genau. Dann gib mir mal das da wieder. Lauf mal los! Oder? Ah. Ja, doch. Lieber den. Sicher ist sicher. Andererseits. Ja, der Haken hat mir gerade das Leben gerettet. Oh, weg mit dir! Warte! Ach nö. Komm ich darüber? Das könnte sogar klappen. Indem ich das hier nehme. Und den hier mache. Genau. Ich dachte gerade, diese Schräge wäre mein Ding zum draufspringen. Das sieht doch nach. Genau. Zerstörbar aus. Und hier haben wir den Mole Knight. Das hier ist nicht dein Niveau, Höhlengänger. Hast du dich verirrt? Diese Ruinen gehören der Ewigkeit, Mole Knight. Jetzt gehören sie mir. Aber was noch wichtiger ist, damit gräbst du? Mich wundert, dass du mit den rostigen Eierlöffel 10 Fuß geschafft hast. Ich werde dich begraben. Ich glaube, hier nehme ich wieder diese Chaoskugel. Die hat sich ganz gut bisher bewährt bei Bossen. Ne, siehst du? Na, okay. Komm, noch mal rein. Was? Was sind das denn für Sterne? Die Steine. Oh nein. Achso, ja, Mole Knight. Natürlich, wegen hier, ne? So. Wisst ihr Bescheid? Wegen, wie heißt das Zeug? Wer heißt die Teile?
Maulwurf, genau, Maulwurf. Unterirdisch und so. Wow, what? Aber er ist hier. Ich habe leider keinen Mana mehr. Na, jetzt ein Feuerball. Ja, das war ja unnötig. Schätze brauche ich nicht, die Gesundheit hätte ich gerne. Na, geht doch. Da habe ich sie auch schon wieder. Ey. Ey. Ach komm, jetzt verschwind doch nicht schon wieder unter der Erde. Ich weiß doch, dass du hier hinten bist. Ja, okay, und danach bist du verbunden, ja, hab's kapiert. Na komm, zwei Treffer noch. Geht doch. Ach, jetzt kommt seine Horde und tragen ihn weg. Na. Ach ja. Bei Bossen stelle ich mich irgendwie besser an als in Levels. Naja, ich habe den Moonlight besiegt. Und da habe ich mir diese Pause redlich verdient. Oh, ich darf wieder eine Prinzessin fangen. Na, dann machen wir das doch mal. Erstmal, Moment, warte mal, ich weiß, ob ich euch besiegen kann. Nämlich damit. Ja, komm her. Haha. Ihr gibt mir nicht sehr viel Geld. Extrem viel Geld. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Was passiert jetzt? Hm. Keine Ahnung. Ach so, haha, natürlich. Ich muss aufspringen. Eine Essensmarke! Kann ich endlich wieder mal meine Gesundheit verbessern? Da habe ich mir ja scheinbar schon alle gekauft. Und die Wolken ziehen sich ein Stück zurück und der nächste Abschnitt der Welt ist betretbar. Sehr schön. So, dann gehe ich doch mal direkt ins Dorf hierher. Blatt, ja, behalte ich wieder, ne? Solange ich das Geld nicht brauche, ist mir das egal. Ja, mach mal. Entzücke meinen Gaumen. Ich bin gespannt, was du diesmal kochst. Das letzte Mal war irgendeine Art Auflauf, glaube ich, ne? Und das sieht doch aus wie ein Riesensteak. Ja, das nehme ich. So, was kostet Mana? 8000. Wie viele Notenblätter habe ich? Achso. Achso, ist ja egal. Eins reicht ja. Hier, nimm. Nee, ich will das Lied nicht hören. Ich will mein Mana steigern. Jetzt habe ich nämlich 100 Mana. Wie? So, und weil mir das Ganze zu blöd ist, so einen Schatzanzieher zu haben. Was ist das da? Okay. Ein Notenblatt, Gelehrter. Wenn ich die Flugbahn anpasse, sollte ich das Dorf anvisieren können. Ich stehe total auf Ballistik. Okay. Wo bin ich hier? Ach was. Da oben. Das ist ja cool. Da kann ich das am neuesten abkürzen. Gut, eine Rüstung habe ich schon. Ich kann mir noch eine Schaufel kaufen, theoretisch, wenn ich genug Geld hätte. Habe ich aber nicht. Da war ja was. So, ach ja, richtig. Und dann ist ja hier noch der Mr. Head, oder? Habe ich ihn schon wieder erwischt da drüben? Ich rede mal nochmal mit dem. Hey, wo ist der hin? Was ist passiert? Ein Tumult draußen. Ach so, nee, er hat von draußen den Tumult hier drinnen gesehen. Aber wo ist der Mr. Head hin? Der war doch da. Was? Was? Was?
Was? Warum sind da Mana-Tränke drin? Dann kühlt das wieder schlecht drauf. Treasure Knight. Keine Ahnung. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Katapult dann doch da oben sein, oder? Da hat ja eine Leiter runtergeführt. Und ich glaube, die war vorher noch nicht da. Genau. So, nach rechts komme ich raus. Und wenn ich jetzt da reingehe, wo komme ich dann hin? Ach so, wieder ins Dorf. Na dann. Gut. Ab zurück zur fliegenden Festung. Und nach draußen. Na, Panzerposten, nicht fliegende Festung. Panzerposten. So, die Folge hat noch 5 Minuten. Ich würde sagen, das reicht, oder? Für den da? Na klar. Gib ihm. Was ist das denn? Ach so, und ich wollte ja natürlich meine Heiltränke auffüllen. Ja, das habe ich vergessen. Sehe ich ein. Das habe ich vergessen. Da habe ich es verkackt. Oh. Na. Na. Ich sagte, na. Sag mal, warum treffe ich da nicht? Jetzt aber. Ich habe gerade wirklich fast mein gesamtes Mana dafür verschwendet, ey. So, für den da unten. Ach komm, wusste was. Nein! So knapp! So knapp! Komm wieder her! Das klappt nicht. Moment, ist das ein Abgrund? Dann sollte ich da vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Oh, Gegner! Wie ich das hasse, wenn da Gegner in irgendwelchen Dingen drin sind. Was? Achso, das ist eine Plattform. Ich wollte natürlich hier runter. Und dahin, den Aufzug haben. Da war wieder so ein Gegner. Achso, ja, ja, richtig. Ich hab dich ja gar nicht besiegt, ne? Nein! Achso, ja, das war jetzt vielleicht nicht so klug. Das trifft leider auch nicht. Aber das trifft. Ich hätte leider keinen Mana mehr. Aber ich kann natürlich immer noch den hier machen. Einfach aufladen und dann meinen Ketten schlagen. Warum poppt der nix? Ich habe das doch gar nicht eingesammelt. Was war das da? Keine Ahnung. Ach, sein Kopf, genau. Wow! Was tust du da? Was? Warum? Warum schmeißt du mich einfach in den Abgrund? Das ist gemein. Das macht man nicht. Ah. Naja, ist egal. Ich habe ja einiges an Geld gekriegt. Verkaufe ich mal hier mein. Ah, ich will immer. Geh weg. Ich sehe doch gar nicht, welche Lieder das sind. Wenn ihr die da hören wollt, dann müsst ihr einen Kommentar schreiben. Ich werde die nicht von mir aus alle abspielen. Es ist mir zu blöd, da jedes Mal rauszusuchen, welches Lied ich zuletzt da geholt habe, um mir das anzuhören. Zumal es ja sowieso aufhört zu spielen, wenn ich aus dem Dorf wieder rausgehe. So, aber ich habe jetzt genug Geld. Das bringt mir irgendwie nichts. Das wäre sinnvoll. Das eventuell auch. Ich hätte gerne mein Geld zurück, aber ich glaube, das muss ich nächste Folge tun. Denn diese hier ist jetzt wieder zu Ende. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und mir beim Failen zugeguckt habt. Und ich versuche nächstes Mal mich besser anzustellen. Ach so, ja, warte mal.
freue ich jetzt da, ne? Den da kann ich doch machen nächstes Mal. Und dann kann ich mir die Schaufel kaufen. Und dann kann ich den da über mir nochmal machen. Gut. Jetzt aber. Tschüss.